Ja, jetzt haben wir hier unseren Löss, den 2007er Rödesheimer Bischofsberg, die Spätlese Halbtrocken, eine unserer Weinpersönlichkeiten. Ja, und einen besonderen Wein, Weinpersönlichkeiten, den muss man natürlich auch zu ein bisschen was anderem mal probieren, zu einem Essen, was wir auch mal dazu bereitgestellt haben. Ich sag mal, etwas von der Nudel mit frischen Champignons. Wir haben ja eben die Zeit mit schönem Lauch und Tomaten, ein bisschen Sahnesoße. Ich denke, es ist eine wunderbare Kombination. Ja, und ich denke, wir sollten vielleicht mit dem Wein mal anfangen. Ein zarter Pfirsichduft, eine intensive Farbe ist natürlich schon da. Und wenn ich den Wein jetzt versuche, merkt man schon eine vollreife Frucht, reife Birnenaromatik, die sich hier findet bei einer sehr, sehr großen Intensität. Ja, und das haben wir natürlich gepaart mit dem Essen. Die Sahne korrespondiert wunderschön zu der feinen Süße des Halbtrockenen, wobei das Halbtrockene im unteren Bereich ist, also nicht übertrieben. Die feine Frucht und auch die Nachhaltigkeit auf der anderen Seite korrespondieren wunderschön zu den Pfifferlingen. Ich denke, eine interessante, nein, nicht nur interessante, sondern eine wohltuende Gaumenfreude insgesamt. Ja, es passt einfach klasse. Ja, Sie können das Ganze natürlich auch bei uns im Gutsausschank verkosten. Von April bis Oktober kommen Sie einfach rein, schauen Sie es an, dann probieren Sie es. Oder aber kochen Sie sich selbst zu Hause eines dieser Gerichte oder etwas Ähnliches und bestellen sich unsere Weine dazu und verkosten Sie es zu Hause.